So, liebe Studenten, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Vorlesung Physiologie und Mikropflanzen und möchte mich in diesem Zyklus mit den konzeptionellen Ansätzen und modernen Methoden von Physiologie und Biochemie beschäftigen. Was wollten wir im Rahmen der Vorlesung behandeln? Wir wollen die Genexpression kennenlernen und zwar analysieren, gezielt die Methoden. Wir wollen über CDRs sprechen, das haben wir bereits ein bisschen getan. Auswertung von Array-Prädiktionen, Stärkung des Programms. Und wir wollten und wollen eine Datenbank kennen, NASGRES, GeneVisiGator und die FP-Parser standen und stehen auf unserem Programm. Sind hier im Bild eine Heatmap, grün und rot, symbolisieren die einzelnen ESCs. Wir sehen ein GFP-Bild. Wir sehen ja Arabidopsis und die nachfolgende Globularia. Wir sehen hier unten einen CDRI. Was ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu einer Genexpression kommt? Wir haben ein bisschen bereits gesprochen, autonome Signale. Das Alter der Pflanze wird zum Beispiel von einer Zelle wahrgenommen. Hormone sind ganz wichtig, damit es zur Signaltransduktion in den Zellen kommt. Und wir sprechen auch von externen Signalen. Die Tagessänge ist wichtig für eine Sensation oder Vernalisierung, heißt Kettebehandlung. Das erfordern zum Beispiel die Pflanzen, die in unserer Region leben. Es wird Rezeptoren geben, die sowohl umweltbedingte als auch autonome Signale wahrnehmen. Es wird im Zytoplasma Rezeptoren geben. Die lösen eine Signaltransduktion in der Zelle aus. Die Signaltransduktion führt zur Transkription und zwar zunächst zu Transkriptionsfaktoren. Die können an die DNA binden. DNA wird abgelesen. Es wird zunächst mRNA erscheinen. Und es werden Proteine dann nach ca. 10 Minuten auftreten, die auf die Signaltransduktion zurückwirken können. Die Entwicklung und Differenzierung von Zellen wird also von zwei Gruppen von Signalen gesteuert. Wir kennen die umweltbedingten Signale, sehen Sie mit der Tagessänge. Oder der Vernalisierung hier im Umfeld. Und es gibt auch die internen gleiche autonome Signale. Alter Pflanze und Hormone spielen auf jeden Fall eine Rolle. Interne und externe Kontrollsysteme, die gewährleisten eine Synchronisation der Entwicklung des gesamten Organismus im Rahmen einer Population. Das heißt, alle Organismen einer Population sind zum Beispiel genauso alt oder auch werden gemeinsam auf die Tagessänge reagieren. Wir kennen regulatorische DNA-Elemente, die sehen Sie hier unten, in 5-Orientierung des Transkriptionsstatus, also Start-Methionin, befinden sich Sequenzelemente, die die Transkription
des nachgeschalteten Genes regulieren. Die regulatorischen Elemente, die werden Sie auf dem DNA-Strang mit gültiger Funktion finden, sprich die Cis-Elemente. Wir sehen hier ein Schema, das uns verdeutlicht, wie wir uns vorstellen können. Es gibt Promotoren, sind hier in Orange gezeigt, das Startmethionin, ATG, DNA, und zwar polycystronisch. Es wird zur Transkription und Reife kommen. Eine mRNA wird in die Kohlenstoffe umgeschrieben. Es wird sich die Translation anschließen und sind im Endeffekt Proteine für den Entstehen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie greifen wir ein, um das zu visualisieren? Was wir sehen, das haben wir zum Teil bereits behandelt. Es gibt Transkriptionsfaktoren, die an die Promotoren binden. Ich kann Reportergene an die Promotoren im Prinzip koppeln. Gluconidase gleich Guss oder Gas erfordert eine lichtmikroskopische Anfärbung, sprich blau. Wir können mit dem GFP arbeiten oder dem CFP, AYFP oder RFP. Wir werden mit der rotfokalen Mikroskopie, die wir inzwischen beherrschen, das sehen, ein typisches GFP-Bild. Wir können auf der mRNA-Ebene unser Resultat verfolgen. Northern Blotting und RT-PCR sind hier ganz entscheidende Tools. Ich arbeite mit einem Haustypengen, das ist in diesem Fall Lactin. Und über dem Haustypengen werde ich dann das mich interessierende Gen folgen mit Northern Blotting oder auch RT-PCR. Hier in dem Fall ist MCICDR1, ist die Synase 1 verfolgt. 0 Stunden Stress, 20 Stunden Stress. Wir sehen LCRC, LSRS, Control und Stress, Leave and Root. Was sehen wir hier? Es wird zu einer verstärkten Expression, zum Beispiel unter Kontrollbedingungen, in der Wurzel kommen. Unter Stressbedingungen wird das Symptom hochfahren, in der Wurzel gegen runter. Wir können mit Enzidopatisierungen arbeiten. Das sehen Sie hier. Aus und aus einer Wurzel. Das ist die Lichtmikroskopie, die wir bereits kennen. Anfärbung von Enzidopatisierung oder auch Enzidopcr sind die Folge. Ich kann alternativ auf der Proteinebene arbeiten. Zum Beispiel sehen Sie unten ein Western Blotting, verschiedene Aquapointe mit A und mit F sind hier gezeigt, die unter Kontrolle und Stressbedingungen unterschiedlich ausgeprägt sind. Oder ich kann auch hier mit der konfokalen Mikroskopie einen Wurzelschnitt, den Sie arbeiten. Das zeigt ein grünes Signal. Methoden zur Analyse der Genexpression auf der mRNA-Ebene, dafür bleiben wir zunächst. Was, wie, wo geht hier vonstatten? Ich muss zunächst meine RNA isolieren aus der Zelle. Die sehen Sie unten.
wird es RNA geben. Ich muss zunächst die Zellen lysieren, um die RNA erhalten zu können. Das sehen Sie da. Ich werde eine Zentrifugation anschließen. Sehen Sie da. Hier wird sich DNA und RNA auf der einen Seite von den Proteinen, Lipiden und auch Zelltrümmern separieren lassen. Ich werde dann die RNA eigentlich ausfüllen können. Aus dem Überstand, was ist im Schema zu erkennen? Zellkern, sprich DNA, sehen wir hier. RNA, die mRNA mit dem Polyadel, Proteine, Zellwand, Lipide, das können Sie im Schema eigentlich erkennen. Ich kann dann, wie gesagt, Northern-Blot-Analyse oder auch RT-PCR anschließen. Ich muss hierzu, wie gesagt, die RNA zunächst extrahieren. Das sehen Sie im Schema hier. Ich werde dann die RNA theoretisch auftrennen. Ich werde für die Northern-Blot-Analyse ein Blotting durchführen. Ich werde anschließend mit einer Sonde arbeiten, um aus dem gesamten Gemisch von RNA meine RNA gezielt extrahieren zu können. Hybridisierung mit einer Sonde ist hier angesagt. Ich kann nativ mit RT-PCR arbeiten. Genspezifische Primer werden aus der Gesamtheit von RNA gezielt die mich interessierende RNA extrahieren. Methoden der Analyse sehen Sie im Anschluss hier. Northern Blot, das wollen wir genau behandeln. Ich werde also aus dem Überstand die RNA zunächst im sogenannten Formaldehyd, Carboxygel, auftrennen können. Das sehen Sie zum Beispiel hier. 18-sRNA versus 28-sRNA und dazwischen die kleinere mRNA. Ich werde dann die RNA auf eine Filtermembran übertragen können. Das so eine Blotting wird sich hier anschließen. Ich werde dann hybridisieren mit Markierter genspezifischer Sonde auf Filtermembran. Das sehen wir hier. Und ich werde zum Beispiel gezielt die mich interessierenden Gene extrahieren können. Das sehen wir da. Da, wenn mir die Bauchs folgen würde. mRNA sehen wir unten. Es wird mit einem Label, wie gesagt, eine Markierung stattfinden. Nachweis der Sonne auffüllte Membran sehen Sie als Beispiel hier. Ich kann mit der Autoradiographie arbeiten. Das wird zum einen radioaktiv verfolgt. Ich kann auch mit Cyclooxygenin arbeiten. Auch das ist so eine Autoradiographie. Ich werde auf einem Film im Prinzip sehen, was hier gegeben ist. Ich kann also tief, wie gesagt, zum Northern Blotting, was wir hier im Bild sehen, mit der RT-PCR arbeiten. Hier werde ich ebenfalls RNA extrahieren. Ich werde sie dann in CDNA umschreiben
und wird hiermit Genschutz explizit, die mich in das RNA amplifizieren. In den Bibliotheken sehen wir hier, auch da kennen wir uns ein bisschen bereits aus, sehen Bibliotheken, die sind repräsentativ für ein Transkriptom, sprich Entwicklungszustand oder auch organzellspezifisch bis hin zum Gewebetyp oder die Gesamtpflanze. Werden Sie im Film sehen. Jedes Einzelgen ist mit einem Spotter symbolisiert. Das wird eine Hybridisierung ermöglichen. Sie können additiv das Vorbereiten für das Seefeld-Halbzyklin, Vektor 1, Vektor 2. Und zwar wird hier der Vektor diese Galdobine bieten. Gal4-AD. Als ein Beispiel, ich finde meine CDR anschließen. Hierfür zu Halbanalysen werde ich dann wo durchführen, um in einer CDR-Apothek gezielt das Michelin-Gen herauszufinden, das zum Beispiel eine Proteininsertion ermöglicht. Wie wir eine Zinnebank herstellen, das beherrschen wir bereits. Ich muss mit einer Spenderpflanze in meine Synthese gehen. Abidopsis Weizen, Gerstorf, Römer. Das ist meine Spenderpflanze. Ich werde dann die Gesamt-RNA-Cis isolieren, die mRNA werde ich mit dem Polyradiell identifizieren, herauslösen können. Die kann ich dann gezielt umschreiben in CDNA mit einem Oligo-DT-Primer. Es wird hier erst und zweitens geben. Diese beiden Stränge können dann in Vektoren kloniert werden. Es wird sich eine Transformation anschließen. Da ist E. coli ganz verbreitet. Ich werde dann E. coli auf Hackplatten ausbringen können. Isolierung von positiv transformierten E. coli-Klonen sehen wir da. Ich habe bereits eine Zellbibliothek vorliegen in dieser Form. Und werde anschließend das amplifizieren können. Da wird mir die CDN-Bibliothek amplifiziert zur Verfügung stehen. Transkriptomanalysen mit CDR-Hybridisierung, die beherrschen wir inzwischen perfekt. Wissen, dass wir mit Oligos arbeiten können, die chemisch synthetisiert werden, häufig sehr klein sind, 50 Basenpaare, ist für ein IST eigentlich ausreichend. Ich kann auf diese Weise ganz Genome abdecken. Alternativ kann ich mit CDNA arbeiten. Hier wird zunächst die mRNA isoliert. Es wird sich dann die CDNA, also diese durch reverse Transkription anschließen. Als Trägerbakterien, das wissen wir, kann ich mit Glas arbeiten, und zwar mit kleinen Chips. Ich kann größer sogenannte Nanomembranen einsetzen oder auch Plastikmembranen verwenden. Die Sonnen zur Markierung werden radioaktiv markiert. Ich kann wovon oder mit dem Glykosagenin arbeiten.
sind hier im Beispiel in der Ablöpswilde, verglichen mit einer Ablöpsmutante. Jedes eines Pünktchen ist, wie gesagt, ein Spot, ein Gen. Es werden sich nach Tabulisierung Genauswertung anschließen. Das erfordert eine Datenanalyse, wie Sie hier sehen. Ich kann mit Heatmaps arbeiten. Grün-Rot ist hier ausschlaggebend. Und ich werde im Anschluss die Gene identifizieren, die eine Synthese ermöglichen. Und funktionelle Zuordnungen durchführen. Denken wir an den Metabolismus beispielsweise, an die Abwehr oder auch die Photosynthese. Das können wir dann in der Array darstellen. Wie können wir uns CDN-Arrays vorstellen? Die können natürlich auch selektiv angefertigt werden. Hochspezifische CDN-Arrays, die können synthetisiert werden. Zum Beispiel artspezifisch. Das haben wir bereits besprochen. Für einen bestimmten Entwicklungsabschnitt kann der CDN-Array gelten. Er kann stressspezifisch sein. Er kann für einen Zell- und Gewebetyp hergestellt werden oder auch für ein Subgenom ausschlaggebend sein. Es wird eine nukleäre DNA umgeschrieben in mRNA, die Ausgangsbasis für den CDN-Array sein. Ich werde dann, wie gesagt, gezielt mit Subgenom arbeiten. In diesem Falle ist gezeigt, ich kann zum Beispiel auch die Plastier-Gene oder auch die mitochondrialen Gene isolieren. Was erfolgt hier? Ich gehe von der Spenderpflanze aus. Es ist hier abgesetzt. Gezeigt. Ich werde dann mein Array designen können. mRNA wird gezielt in spezifische CDNA umgeschrieben. Alternativ kann ich auch mit Datenbanken arbeiten. Denken wir an Datenbanken, die Gene enthalten. Die MIPS-Datenbank, TR-Datenbank, TAIR oder auch NCBI sind die Ausgangsbasis. Die CDNA-Sequenzen kann ich auch zu diesen Datenbanken ablesen. Ich werde dann mit genspezifischen Primern arbeiten, um letzten Endes über die RT-PCR meine spezifischen CDNAs amplifizieren zu können. So, das Plastin-Genom soll uns als erstes beschäftigen. Das sind wir hier. Mehr als 130 Plastin-Gene wurden identifiziert und auch sequenziert. Das gesamte Plastin-Genom finden wir im Chloroplasten auf einer einzigen Chromosombahn aus einem einzigen zirkulären Chromosom besteht also unser gesamtes Plastin-Genom und zwar ist es hier eine doppelte DNA, die vorliegt. Die meisten Plastin-Gene sind auf diesem Array zu finden, auf dieser doppelstrengigen DNA. Die
Gesamtgenome können sehr unterschiedlich in der Größe sein. Wir kennen als sehr kleines Genom zum Beispiel Codium fragile, eine Alge, die sehen wir da. Die hat ein kleines Genom von 189 kb, sehr groß dagegen als die Tabularia, die der Schirmpilz, den sehen wir da. Acetabularia hat bis zu 400 kb im Plastidengenom vorliegen. Die Plastide enthalten Plastidenkollagene. Die sehen wir zum Beispiel für den Reis auch hier. Es wird darüber hinaus zu kernkodierten Proteinen kommen, die auch in den Neurochloblasten im Prinzip importiert werden. Das finden wir ebenfalls. Das Plastidengenom, da bleiben wir noch ein bisschen genauer dabei, besteht aus polyzentronischen Genen, sprich ein Chromosom ist rund. Wir haben hier verschiedene Gene vorliegen, die von kleinen Inverted Repeats eigentlich getrennt werden. Die Plastidengene haben eine oberen Struktur, sind also Purkinje'schen Genom vergleichbar. Die Operons, die werden in polyzentronische mRNA transkribiert. Die Meere und noch offene Genprodukte enthalten können. Die Transkription polyzentronischer mRNA, die erfolgt von einem einzigen und auch gemeinsamen Promoter aus. Und es gibt aktiv monozystronische Plastidengene, die hier separat vorliegen. Was können wir finden? Large Copy ist hier aufgeteilt nach den Arten. Wir können zum Beispiel Tabak als ganz großes Large Single Copy Motif sehen. Es gibt aktiv Mais, Reis, Marchantia, das Lebermoos, Black Pine, die schwarze Kiefer oder auch Epiphagus, sehen wir unten. Es werden sich, wie gesagt, Inverted Repeats anschließen, um die CDNA zu trennen. Es wird Small Copy Region geben. Das sehen Sie hier, lila. Und auch die ist an Inverted Repeats gekoppelt. Gene sehen Sie und nochmal. Es kann, wie gesagt, verschiedene Gene geben. Polyzentronische mRNA, das sehen Sie unten. Und die wird durch sogenannte Inverted Spitze eigentlich getrennt sein. Chondrium und Blastom. Da wollen wir im nächsten Schritt zu kommen und ich verfolge das in der nächsten Vorlesung. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal und hier an dieser Stelle machen wir das nächste Mal weiter.